Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Story-Mission Ethans Seele und wir sind hier immer noch unterwegs zu Ethan und Joseph. Und in der vergangenen Folge haben wir Mickey und Lou besiegt. Wir hatten hier die eine von den beiden am Leben gelassen, weil man konnte ja, so wie es aussah, die noch erschießen. So. Und ich hoffe einfach mal, dass Joseph jetzt nicht stirbt. Weil ich mag ihn eigentlich an sich. Ich finde ihn irgendwie ganz cool. So, hier geht's hoch. Oben bei dem Baum werden die sein. Sehr wahrscheinlich. So, und ich vermisse auch irgendwie immer noch meine Schrotflinte. Die hatten wir in der vergangenen Folge ein bisschen verloren, leider. Halt, was ist das? Heute zeige ich meinem Sohn das Geschenk. Okay, weiter geht's. So. Dann machen wir mal hier hoch. Wir stellen nochmal hier so einen Köder her. Auch wenn ich weiß, dass ich den jetzt eh nicht hier gebrauchen werde. Was hat das denn? Hallo? Oh, eine Ziege! Es tut mir leid. So, und da vorne, da werden die beiden jetzt sein. Da steht Joseph und Ethan. Ethan, was hast du getan? Ich tat, was ich tun musste. Ich habe mich befreit. Ich habe uns alle befreit von dir. Von deinen Regeln. Ethan, nicht. Ich nehme mir, was du mir verweigert hast. Du gabst sie einem Fremden, aber mir wolltest du sie nicht geben. Ich bin dein Fleisch und Blut. Es war Gottes Wille. Du kennst Gottes Willen nicht. Ich wollte dich beschützen, mein Sohn. Sie schmeckt so süß. Seine Seele ist nicht rein. Halte ihn auf, bitte. Okay, werde ich tun. Ich frage mich ja jetzt, was mit ihm genau passieren wird. Weil das sah gerade echt nicht gesund aus. So, dann wollen wir ihn jetzt aufhalten. Los! Komm her, Ethan! Besiege Ethan. Wow. Das sieht aber schick aus jetzt, Ethan. Auf jeden Fall schöner als vorher. Das muss man dir lassen. So. Immer schön diese Schwachstellen dort abschießen. Das kennen wir ja noch von den anderen. Wow. So, wir nehmen einfach mal den Raketenwerfer. Zack. Lieber wäre es mir, wenn ich meine Schrotflinte noch hätte. Dann würde ich nämlich jetzt gerne mit der auf diese Stellen dort schießen.
leider daneben. So, dann kommen wir her. Na los. Wow. Wow, 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 wow. Okay, der Rücken, der sah gerade auch ganz schick aus. Da ist also auch eine gute Schwachstelle. Ja, muss ich mir bloß zeigen. Jawohl. Das hat gut gesessen. So, ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine kleine Stange Dynamit hier. Bitteschön. Ja, die hat gar nicht gesessen. Halt, kann man den eigentlich anzünden? Molotow? So. Ja, das klappt mehr oder weniger. Also klappt da nicht so gut. Jawohl, das war ein guter Treffer. Was macht er da? So, Sturmgewehr erstmal. Wow. So, erstmal heilen. Halt einen Moment. Was haben wir denn hier noch so an Vorteilspunkte? Ja, okay, da können wir nichts Gutes jetzt machen. So. Hier, bitteschön. Einmal das habe ich noch wirklich Ethan. Ein guter. Raketenwerfer erstmal wieder auspacken. Oho! Ja, das ist schön Schaden gemacht. 4000. Das ist schon nicht ohne. So. Wir haben auf jeden Fall bald ein Viertel hier weg von dem. So. Können wir noch ein bisschen Special Muni nehmen? Ja, da haben wir noch 12 Kugeln. Okay. Ja, die haben ganz gut gesessen. Halt, da hinten sehe ich doch gerade nochmal Munition. Ist mir jetzt eben gar nicht so aufgefallen. So, da brauchen wir aber noch hier die Feuerpfeile. Jawohl, 2000 Schaden. Ethan. Mein kleiner Nebelmann hier. Sag mal, was du so drauf hast. So, Granatwerfer auspacken. So, da ist jetzt gleich in seinem letzten Lebensabschnitt hier. Pfandzündsprengstoff nehmen wir jetzt auch erstmal. Würde ich vorschlagen. Hier, fang. Und dann nochmal was für dich. So. So. Hier oben ist auch Munition. So, lass mal ein bisschen auffüllen. Gut, wunderbar. Zeig mal her, was du noch kannst. Aber anscheinend beherrschst du gar nicht so viele Attacken. So, einmal Dynamit hier. Hier hoch machen und nochmal Munition auftanken.
her damit. Jetzt lassen wir hier alles nachladen, die Vorlagen. Raketenwerfer etc. So. Komm her, mein Lieber. Ich hab ein paar schöne Sachen hier für dich. Könntet ihr eigentlich befahren? So, hier in die Schwachstelle rein. Komm schon. Mist, leider jetzt nicht getroffen. Ich bleib immer noch bei der Sache, ich kann irgendwie nicht so gut treffen, wenn mein Bogen so ein Visier hat. Weil das mir ein bisschen zu nah rangezoomt ist. Ich glaube, der andere goldene Bogen, den es noch gibt, der wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß gerade nicht, ob der auch so ein Visier dran hat. Dynamit. Bitte schön, einmal. So, da hat noch zwei solche kleinen Balken dort. Jetzt das ganze Magazin hier. Erstmal heilen. Auch wenn es jetzt gut wäre, eigentlich auf die Schwachstelle zu schießen. Aber das können wir jetzt. Oh, so. Sehr schön, das habe ich einmal hier für dich. Und dann noch ein paar schöne Pfeile. Ethan? Nein. Vater. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich habe solche Angst. Ich weiß so. Kannst du mir vergeben? Sein einziger Fehler war, dass er mein Sohn war. Krieg ich keine. Du kennst die Antwort. Aber ich will stark sein wie du, Vater. Diese Gabe ist sehr gefährlich. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Ethan. Und was, wenn ich größer bin? Auch dann nicht. Aber warum? Ich will eine. Weil es nicht Gottes Plan ist. Verstehst du mich, Sohn? Du bist ein alter Mann. Wenn du stirbst, dann nehme ich sie mir.
Ich dachte, ich verstünde Gottes Plan. Ich dachte, er wollte, dass ich ein neues Eden errichte. Aber ich bin nicht sein Hirte. Du bist es. Meine Seele ist ein Krebsgespür. Ich bin ein Monster. Und ich verbreite nichts als Schmerz und Tod im Namen Gottes. Meine Familie ist Asche. Eden ist Staub. Es gibt keine Erlösung. Keine Entzündung. Es gibt nur die Gerechtigkeit durch Gottes Hand. Beende diesen Kreislauf. Vollstrecke Gottes Urteil. Erlöse mich. Ich würde sagen, wir lassen ihn am Leben, falls das geht. Ich weiß nicht, ob man unbedingt abdrücken muss. Ich will ihn eigentlich nicht töten. Ich erlöse dich nicht. Okay, das geht. Erlöse mich! Erlöse mich! Begib dich zu Rushs Grab. Hätten wir es vielleicht doch tun sollen? Ich weiß, du leidest. Aber du wirst wieder einen Grund finden zu leben. Vertrau mir. Lebe wohl, Joseph. Lebe wohl. Oh Mann, da tut mir leid. Ich weiß nicht, sollen wir ihn erledigen? Joseph, ich tue es. Nee, wir können das nicht tun. Oder eher gesagt, ich will das nicht tun. Wir lassen ihn. Auf zu Rushs Grab. So, mal sehen. Können wir dorthin vielleicht eine Schnellreise machen? Das ist ja hinten bei Prosperity. So. Dahin machen wir jetzt eine Schnellreise. Oh Mann, da tut mir halt echt leid. Ich hoffe, er findet vielleicht einen Grund weiterzumachen. Weiter leben zu wollen. Klar, Joseph, muss man halt einfach sagen, war nie eigentlich an sich so der Nette. Er hat ja schon vielen Leuten was angetan. Aber ich weiß nicht, ich mache die ganze Zeit recht. Wenn man sich so das Zeug bei Far Cry 5 nochmal genauer betrachtet, so. Er hat halt die ganze Zeit recht mit dieser. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal Apokalypse, also wie dieser Welt, dass sie so runtergeht. Durch diese Explosion etc. Keine Ahnung, warum jede Nacht so durch die Gegend schleicht. So. Ach, König, ich hab noch nie zu dir gebetet. Da vorne ist Rushs Grab. Und wenn du mich nicht hörst,
Ich fühle mich hier sicherer als oben im Himmel in der Großstadt. Nette Stoffe im Gehirn reichen schon für Gesundheit. Er wäre stolz auf uns. Sieh nur, was wir aufgebaut haben. Wie weit wir gekommen sind. Es wird immer wieder Probleme geben, aber wir kommen klar, oder? Ich habe so oft gedacht, dass wir scheitern würden. Dass alles umsonst gewesen wäre. Aber wir haben nicht aufgegeben. Weil wir Hoffnung hatten. Auf die Hoffnung. Okay, das war's mit Far Cry New Dawn. Wir haben die Story abgeschlossen. Ja, also ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ich fand auch die Story an sich nicht schlecht. Ich würde jetzt eigentlich auch so dem Spiel an sich so, ja, sagen wir mal 8 von 10 Punkten geben oder 7 von 10 Punkten. An sich hat mir das nämlich sehr gut gefallen. Ich könnte zwar jetzt bemängeln, dass die Story etwas zu kurz war und so, aber ich fand das an sich völlig okay und wir haben eigentlich ja auch noch hier diese ganzen Nebenmissionen und so. Und die mache ich jetzt auf jeden Fall auch noch gemeinsam mit euch in den kommenden Videos, die so kommen werden hier von mir, von New Dawn, weil ich plane auf jeden Fall noch so an sich alles abzuschließen, halt wie bei Far Cry 5 damals im Let's Play. Da habe ich ja auch erst so diese ganzen Nebenaktivitäten erst richtig angefangen nach der Hauptstory. Und ja, ich fand das Spiel gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare euren Eindruck. Wie hat euch das Spiel gefallen? Sagt ihr eher nicht so oder eher so? Ja, geil. War cool. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand die Story auch solide. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten richtigen Far Cry Teil. Also Far Cry 6 dann. Weil Far Cry New Dawn war ja jetzt nur so ein kleiner Ableger wie halt Primal und Blood Dragon. Und ja, ich hab Bock auf jeden Fall auf den nächsten Teil jetzt schon. Klar, man weiß noch nichts über den nächsten Teil, aber ich denke mal, der wird, ja, an sich so, ja, auch die anderen Teile. Vom Grundprinzip. Und ich bin ja auch ein großer Far Cry-Fan, wie ja auch einige wissen. Von euch, die mich jetzt schon länger verfolgen. Und ja, das war's an der Stelle mit dem Let's Play von der Hauptstory hier von Far Cry New Dawn. Ja, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht ein anderes Ende hattet, falls ihr irgendwie irgendwas anders gemacht habt als ich, zum Beispiel den Joseph erschossen habt oder diese eine von den Schwestern erledigt habe. Weil das täte mich mal interessieren, ob dann irgendwie die Story anders endet oder ob das alles dann gleich ist.
Wäre interessant zu wissen. Und an sich empfehlt mich auch gerne weiter. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns in einem der kommenden Projekte wieder. So, die nächsten Projekte werden jetzt auf jeden Fall One Piece, World Seeker oder Seeker World. Dann noch Division 2 und einiges mehr. Im April kommt ja dann auch endlich Days Gone und so raus. Darauf habe ich mega Lust. Also bleibt gerne dran. Hier auf meinem Kanal. Da kommt immer was Neues. Und ja, das war's. Haut rein und tschüssi.